Aber den kriegen wir da hinten auch, weil unser Racer auf die Spuren ist. Ach, da sind noch mehrere. Verschwind! Ja, da haben wir schon gedacht, dass da der andere ist im Eck. Ich glaube, wir verlassen den Canyon lieber, weil das nur schief geht. Und beschäftigen uns erst einmal mit anderen Aufgaben. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass der Canyon um einiges, oder überhaupt das Add-on, um einiges schwieriger ist als die das Hauptgame. Aber es hat sich einfach so ergeben, dass wir da herumgelandet sind. Und wir können ja jederzeit wieder umgehen in die normale Welt. Gut, ich würde sagen, jetzt ist fast Nacht und da legen wir uns jetzt einfach mal aufs Ohr. Zudem sparen wir uns da die Heilmittel und dann versuchen wir mal einfach den Bluthund oder was auch immer da hinten ist zu besiegen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und dann hätten wir den Strand gesäubert. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. So ist es, mein Freund. So, da mal Bett. Und da schlafen wir wie immer bis zum nächsten Morgen. Und dann geht's weiter zu neuen Abenteuern. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Wenn die nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. Das ist doch alles nur Gerede. So, der möchte 20 Flaschen Grog. Wir haben, glaube ich, 9 dabei. Das heißt, uns fehlen noch 11. Vielleicht können wir die noch irgendwie auftreiben. So, morgen schluft, wie immer. So, und wir beschäftigen uns jetzt einmal mit der Bestie da drin. Das heißt, wir packen gleich mal die Zaubersprüche aus. So. Und zwar den Feuerball. Bluthund. Und der ist uns auf die Fersen. Ist das einer oder zwei? Hilfe! Nichts zu holen. Nichts zu holen. So, aber wir haben wieder einigen Schaden genommen. So, das hat man gelöst. Ja, dann hoffe ich doch, dass jetzt die Höhle sauber ist. Außer es sind noch mehr so Kreaturen da drin.
Ja, das war's mit der Höhle. Eine goldene Halskette hat es noch gegeben und dann ist das abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal schauen, bei wem. Bei wem müssen wir denn das machen? Morgen will das. Ja, dann besuchen wir den mal den Morgen. Das ist der Typ, der da schluft. In der Strandhütte drin. Und dann kriegen wir bestimmt wieder EP. Und vielleicht den einen oder anderen Groschen. Nichts zu plündern. Einen Bluthund kann man nicht plündern. So, Morgen. Was ist los? Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. Ja, 150 Goldstücke. Und dann haben wir noch wegen Angus und Hank. Wegen Angus und Hank. Ich habe sie gefunden. Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wo sind sie? Sie sind tot. Der Ring. Was ist mit dem Ring? Hier ist er. Ja, das ist er. Guter Mann. Hier, nimm diese Steintafel. Sie sieht zwar aus wie alter Ramsch, aber Garrett wird eine Menge Gold dafür springen lassen. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Ja, man sieht wieder furchtbar fei. Ah, das Zeug ist gut. Jawohl. So, wir sollen uns an den Buddel rum hinterhauen. Okay, was haben wir denn sonst noch? Ach ja, die Reliquien für die Wassermagier. Und die Rüstung der Banditen, die ist... Da drin hat. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Bedauerlich kriegen wir den nicht auf. So, jetzt holen wir uns erstmal wieder ein kleines Plätzchen, wo wir uns niederlassen können, um eine Aufnahmepause einzulegen. So, vielleicht einmal da rüber. Ich wundere, am Strand ich irgendwo, gar nichts mehr. Wenn wir nicht gerade festhängen. Ja, jetzt. So. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Kannst du mir was über Francis erzählen? Guck dich doch mal um. Die einzigen, die was tun, sind Henry und seine Jungs. Morgen liegt den ganzen Tag im Bett oder lässt sich volllaufen. Bei Greg gibt's sowas nicht. Wenn die Spur hat, kriegt er einen Tritt in den Hintern. So ist das. Wie läuft's? Naja, ich komm klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Kannst du mir was beibringen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Gut, lernen tun wir da nichts. So, wir wollten sowieso Pause machen. Und zwar da am Meer, da so. Vielleicht da rumhat. Oder nicht. Vielleicht so rum. So, genau. Und dann geht's beim nächsten Mal wie immer da weiter.